Ingo, das wäre jetzt die Überleitung zu dir, dass du gerne mit allem, was du beitragen möchtest, wir nehmen dich auch gleich wieder in die Sprecheransicht, zu genau dieser unserer These, unsere Lösung für ein langes, gesundes Leben, aus deiner Sicht, Einschätzung aus der Wissenschaft zur politischen Arbeit, du gibst ja Statements zu den Kürzungen im Sport insgesamt, vom Leistungssport bis runter in den Schulsport. Und deine Ansichten dazu sind so interessant, dass du dir wirklich in Ruhe die Zeit nehmen solltest, sie hier zu teilen mit der Community. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich bin ja immer wieder auch begeistert, wie Mario das Ganze so mit Empathie und großem Engagement vorantreibt. Und das auch nochmal Dankeschön von mir. Und ich glaube, da sollte die ganze Branche wirklich ein großes Dankeschön immer in die Richtung des Vorstandes der Expertenallianz ständig äußern. Denn es gibt keine Gruppierung, die so für den gesamten Markt steht und die gesamte Grundidee des Fitnesstrainings so im Mittelpunkt und im Blickpunkt hat, wie eben die Expertenallianz mit dem Vorstand. Also deswegen von meiner Seite auch hier nochmal ein großes Dankeschön. Und deswegen habe ich mich ja sowieso gefreut, als Mario mit dem Vorstand gemeinsam auf mich zugekommen sind und hat gesagt, okay, wir müssen im Bereich der Forschung etwas mehr tun. Und das Ziel, das vielleicht für alle anderen transparent zu machen, ist es ja letztendlich, Mitsprache zu bekommen, auch Vertrauen zu gewinnen bei denen, die bisher noch kein Vertrauen zu uns gewonnen haben. Derer sind ja viele. Und insbesondere natürlich die ganzen vielen Stakeholder, die bisher so den Zugang zum Fitnessbereich nicht gefunden haben. Und das beginnt bei den Medien, die ja immer noch sehr despektierlich mit dem Begriff der Muckibuden agieren. Das übernehmen die Politik natürlich sehr gerne. Und daran erkennt man schon, ja, allein mit dieser Begrifflichkeit, das würde man einem Verein niemals in irgendeiner Form möglicherweise antun, was hier mit der Branche insgesamt auch kommunikativ gerade gemacht wird oder gemacht worden ist. Komme ich aber nochmal zu dem, wo sind so unsere Chancen? Und wir sollten ja eben nicht nur nach hinten schauen, sondern insbesondere nach vorne. Und Mario hat das ja auf einen Punkt schon gebracht. Wir brauchen große Masse. Wir brauchen viele, viele Menschen, die eine Wucht darstellen, um die Politik in irgendeiner Form ja recht zurechtzurücken, mitzunehmen oder umzukehren mit dem, dass man sagt, okay, hier ist auch eine so große Wucht, ähnlich wie der DOSB agiert ja nicht anders mit seinen 26 Millionen Mitgliedern, doch dann dementsprechend auch Entscheidungen möglicherweise lanciert, die ohne diese Wucht, also dieser großen Mitgliederanzahl kaum möglich gewesen wäre. Denn nur die Verbände und die Verbandsorganisationen, die alleine auftreten würden, ohne eben als Mitgliedervertretung, damit als Wählerinnenvertreter aufzutreten, könnt ihr euch alle vorstellen, wäre diese Wucht im weitesten Sinne nicht vorhanden. Jetzt bin ich wieder nochmal einmal bei der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung unserer Chance. Wenn wir uns die Zahlen, das habe ich gemacht, gemeinsam, ich bin ein Research Fellow bei der Otto Beisheim Stiftung, bei der WHU-Universität. Und wenn man da so ein bisschen mal reinschaut, was passiert da eigentlich in den nächsten Jahren im Gesundheitswesen, dann sehen wir ja auf den Straßen schon große Veränderungen. Allein, wenn wir nur mit offenen Augen durch die Straßen laufen, sehen wir, es hat sich etwas getan, was die Gesundheit betrifft. Was letztendlich zum Beispiel mal die großen Zahlen für Adipositas betrifft, ich glaube, das weiß jeder, wird das eine zunehmende Problematik sein. Wir haben im Augenblick Männer 62%, Frauen etwa 50% der Übergewichtigen. Aber bei den Kindern und Jugendlichen nimmt das so gravierend und so epidemieartig zu, dass das wirklich kaum vorzustellen ist, was daraus resultiert. Wir haben 2030 uns die Daten mal angeschaut, wenn das so weitergeht, ohne das Thema Prävention in den Mittelpunkt zu tun, Gesundheitstraining in den Mittelpunkt zu nehmen, dann zeigt sich eindeutig, dass es verschiedene Veränderungen gibt, Stabilisation bei einigen Krankheiten gibt, aber die Hauptproblematik ist immer noch, wird immer so sein, die ganzen muskuloskeletalen Erkrankungen, die werden etwa bis 2060 zunehmen. Allein mal eine Zahl in den Raum zu werfen, wir werden 2030 von 25 Millionen Rückenschmerzbetroffenen pro Jahr ausgehen müssen, eine 25 Millionen, die dann letztendlich natürlich unser Angebot brauchen, nämlich Muskeltraining, Muskulatur. Und das wird sich noch ein wenig fortsetzen. Das heißt, dieses Thema bekommen wir bis 2060 nicht in den Griff. Also ein wichtiges Leitthema sollte das sein, für unsere zukünftigen Angebote das Thema Rückenschmerz immer mitzunehmen, muskuloskeletale Erkrankungen als das Thema, was auch den Krankenkassen in den nächsten 20, 30 Jahren weiterhin auf den Schultern lasten wird. Wir haben das Thema Diabetes, da werden wir eine gewisse Stabilität nach 2030 bekommen. Aktuell ist es eine deutliche Zunahme, das wissen wir alle durch das Metabolsyndrom kombiniert mit dem Thema Übergewicht. Wir haben ein großes Thema, natürlich die ganzen psychischen Erkrankungen, die werden bis 2060 weiter grassieren. Wir werden das Thema
natürlich Demenz und Alzheimer auf die Agenda bekommen, aber nicht so gravierend, wie es uns immer dargestellt wird, wo unheimlich viel Geld abgeschöpft wird mit diesen Themen. Aber letztendlich wissen wir aus der Statistik heraus, dass es gar nicht so sein wird. Wir werden 3 bis 7% derer insgesamt wohl möglicherweise so ab 2030 haben, ja, aber das war auch noch nie richtig anders. Das Einzige ist, die Menschen werden einfach älter. Das viel größere Problem, und das ist das, was uns sozialökonomisch wirklich das Kartenhaus zerschlagen wird, ist das große Thema der Pflegebedürftigkeit. Und diese haben wir nicht in den Griff. Und wenn ich, wie letztens gesehen, Herr Lauterbach dann mal auf einem Kraftgerät sehe in einem Pflegeheim und er sagt, hier wird ja sogar Fitness betrieben, dann kann man nur sagen, Herr Lauterbach, es ist zu spät. Denn wenn die einmal dort in der Pflegeeinrichtung sind und erst dann beginnen mit der Pflegebedürftigkeit, diese zu vermeiden, dann ist sie einmal schon eingetreten. Und deswegen brauchen wir deutlich vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit, bevor die Menschen in die Pflegeeinrichtungen kommen, Maßnahmen im Sinne der Prävention oder im Sinne, wie Herr Lauterbach es letztens gesagt hat, und dieser Begriff, der brennt mir leider auch wirklich sehr stark das Herz kaputt. Er spricht von Vorsorgemedizin, ohne letztendlich zu wissen, was das bedeutet, weil das Handwerkszeug für die Vorsorge hat die Medizin nämlich überhaupt nicht. Und das sehen wir daran, dass sie beispielsweise das Thema Muskulatur im Sinne der Vorsorge überhaupt nicht in die Betrachtung mit aufnimmt. Und dann sieht man schon das große Minderkapital, was sie dort besitzen, nämlich keine Kompetenz im Sinne der Vorsorgeprävention. Und wenn er hier versucht, etwas zu lancieren, muss man natürlich zwischen den Zeilen lesen, ist das nicht ungefährlich, aber Uli hat das schon gezeigt, er hat gar nicht die Ressourcen dafür, das in den Griff zu bekommen, weil es ist ganz viel weggebrochen an finanziellen Mitteln im Gesundheitsministerium, sodass wir aktuell davon ausgehen müssen, dass er nur noch in die Krankenhäuser aktuell investieren kann in den nächsten Jahren, in dieser Legislaturperiode, und dementsprechend im Sinne der Prävention quasi nicht zusätzliche Mittel in die Hand nehmen kann, obgleich das Problem immer größer wird. Und jetzt sind wir bei dem, wo wir an sich hinwollen, nämlich, dass die rot-grüne Koalition oder wer dann immer auch an die Macht kommt, dass wir ihnen Wahlaussagen mit auf die Agenda geben. Und diese Wahlaussage ist einfach, dass wir das gesamte System der Sozialökonomie nur in den Griff bekommen. Das ist die einzige Lösung. Auch da gibt es wunderbare statistische Maßnahmen, wenn die Prävention mehr in den Mittelpunkt rückt. Also Gesundheit im weitesten Sinne. Und da sind wir natürlich, und jetzt sind wir bei dem Thema, was Uli angedeutet hat, kommunal einfach die besten Repräsentanten. Deswegen kommunal, weil die Politik setzt auf kommunale Gesundheitsförderung in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Warum? Natürlich, weil zentrale Angebote nicht fruchten. Man hat es ja früher über zentrale Angebote, nehmen wir nur mal das große Thema der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder ähnliches Dinge, bundeszentral etwas zu steuern und zu regeln, das hat nicht funktioniert. Und auch die Verbände, wie beispielsweise der DOSB, hat es ja relativ schwer, Programmlichkeiten in die Fläche, in die Kommune hineinzutragen. Auch da ist die Angebotsstruktur nicht so ausgeprägt, sondern was die Qualität betrifft und die Durchsichtigkeit und Durchlässigkeit betrifft, dass es dort ankommt. Insofern ist unser Fund, dass wir in jeder Kommune, in jeder Gemeinde eine Einrichtung haben. Eine Einrichtung haben, die uns vertritt, die uns nämlich zum Thema Gesundheits- und Gesundheitsförderung und Gesundheit braucht Training vertreten kann. Und umso wichtiger ist es, das, was Mario vorhin einleitend gesagt hat, dass wir alle gemeinsam eine Sprache sprechen, dass wir alle uns diesem Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention widmen, dass wir dies als Leitthema mit nach vorne bringen und vor allen Dingen wir als Expertenallianz dazu die wissenschaftliche Trainingskompetenz bieten. Nämlich, dass wir den Menschen das an die Hand geben, dass sie wissen, wie geht es denn eigentlich? Wie muss ich trainieren? Und da unterstützen wir vom FIT-Institut der Expertenallianz natürlich euch dabei, eure Mitglieder genau darüber zu informieren, wie sieht eigentlich die richtige Trainingskompetenz aus? Wie entwickelt sie sich? Und ihr wisst ja, dass Wissen und Kompetenz noch nicht verstehen bedeutet, aber letztendlich ist das Verständnis des Trainings das Allerwichtigste, was wir erreichen müssen. Also redet mit euren Mitgliedern, kommuniziert mit euren Mitgliedern und vor allen Dingen öffnet ihnen den Weg zur Expertenallianz, denn dort bekommen sie eben genau das, was sie brauchen: Verständnis für nachhaltiges Training. Denn nur wenn ich das Verständnis für nachhaltiges Training entwickelt habe, bleibe ich auch bei der Sache. Sie kommen ja, das wisst ihr selber, häufig mit sehr falschen Zielen zu euch, mit Interessen, Neigungen und Wünschen, die aber nicht ausgereift sind, nicht ausgeprägt sind und vor allen Dingen nicht für Nachhaltigkeit sorgen. Aber wir brauchen eine stabile Community, die Trainingsverständnis hat,
Trainingskompetenz mitbringt. Und dafür seid ihr in der Kommune verantwortlich oder in der Gemeinde oder in der Stadt, je nachdem, wo ihr euch befindet, um das mit euren Mitgliedern zu entwickeln, damit wir als gesamte Community irgendwann mal so stark sind, nämlich mit mehr als 10 Millionen Mitgliedern auftreten können und sagen, wir sind die Community, die wissenschaftliches Training im Sinne der Gesundheit darbietet und anbietet. Und wir bieten euch die Lösung dafür an, dass Prävention letztendlich der Schlüssel für die sozialökonomische Gesundheit unserer Gesellschaft sein wird und sein muss. Denn ansonsten haben wir einen kranken Staat und keinen gesunden Staat.